Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors 2. Ja, habt ihr es eigentlich schon mal gesehen, dass wenn man direkt in eine Defense reingeht oder in eine Nicht-Defense, dass das Rathaus so cool hochzählt hier? Ja, richtig krass hier. Aber ihr seht das mal jetzt mal live und da ist es jetzt fertig. Ich kann hier endlich wieder meine Fallen aktivieren und das, was ich eigentlich als erstes immer mache, ist den die Beutekarre hier aufsammeln und dann fange ich erst an Gold und Elex zu sammeln, weil ich in der Regel relativ voll bin. Der Gegner hat auch, ihr seht das hier, echt nicht viel bekommen und ich habe schon wieder verpasst hier unseren CK-Start. Mann, so ein Mist. Naja gut, da verdaddelst du dich mal nachmittags und dann verpasst du hier die coolen Angriffe hier von den True Warriors 2 und wir schauen einfach mal rein. Hier, der Prince Arthur, ich denke mal, ihr kennt ihn aus unserem ersten Clan. Dort hat er einen etwas ganz ähnlichen Namen, aber wir sehen hier mal wieder niedrige Action hier. Also, was heißt niedrige Action? Das ist Clash of Clans, ja? Kleine Rathäuser hier, gerade so angefangen, coole Accounts hier und das ist einfach hier Clan Krieg. Also auch für mich nach wie vor mag ich nicht selber, ich mag mich nicht mal selber sehen, sondern ich mag sowas hier viel, viel lieber, wo hier jemand so eine Base hier mit solchen Truppen hier rockt. Und deswegen freue ich mich, dass ich doch noch gerade so rechtzeitig gekommen bin. Ich war so ein bisschen im Stream vertieft, muss ich sagen. Hab heute Abend wirklich, wirklich, wirklich wieder viel gesehen und hab jetzt auch jetzt erst die Zeit, mir eure Kommentare anzuschauen von den letzten Videos, die ich gemacht habe. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank und entschuldigt diese Kürzel. Lasst mich so, wie ich bin. Ja, also eine La ist eine Luftabwehr. So, Ende. Ich freue mich wirklich auf das Wochenende, muss ich sagen. Denn egal nach Wetter oder Wind, werden wir am Samstag irgendwie streamen. Ich denke, das wird wieder eine späte Kiste, weil ich bin vorher auch noch unterwegs mit meiner Familie und komme hier spät an den Rechner. Aber ich habe es versprochen und versprochen ist versprochen und wird von mir hoffentlich nicht gebrochen. Ja? Ah, wir haben uns den letzten hier noch aufbewahrt. Dann schauen wir hier mal ein bisschen höher rein. Wir gucken mal den Melf zu hier. Melf ist auch schon ein bisschen länger bei uns und ist auch ältester, also erst einmal ältester, dann nicht ältester, weil nicht angegriffen, dann wieder ältester, weil gute Angriffe gemacht. Und dann gucken wir mal, was er hier so gezaubert hat. Ich komme hier jetzt gerade ganz, ganz frisch rein in diesem Abend. Also es tut mir auch manchmal ein bisschen leid, dass ich in die True Warriors 2 mit dem Chief-Account nicht so wirklich oft reingucke. Aber wenn ich dann dabei bin, dann spreche ich auch oder unterhalte mich mit den Leuten sehr, sehr viel, weil ich so ein bisschen, ja, ich bin dann auch so ein bisschen mitteilungsbedürftig und freue mich ja auch mit euch die CKs hier zu machen. Also ich bin ja nur mit dem Chief hier. Ah, wie gesagt, es tut mir manchmal ein bisschen leid, aber der Melf hier kommt richtig krass in die Base rein. Und ja, das ist eigentlich auch das, was ich früher gemacht habe im RH7, RH8 Bereich. 3 Wutzauber, volle Pulle auf die Drachen hier und da ist echt eine knappe Kiste in der Mitte mit der Luftabwehr, entschuldigt, es rutscht mir immer wieder raus, es tut mir wirklich, wirklich leid, aber schönes Ding hier vom Melf und ich freue mich, dass immer noch so viele hier von meiner, auch aus meiner Community, auch wenn ich nicht oft da bin, hier an den CKs teilnehmen und hier überhaupt in diesem Plan sind. Wir sind jetzt gerade Level 4 geworden, was natürlich super ist. 6 Truppenspenden am Stück, das finde ich sehr, sehr komfortabel und wir gucken hier gleich weiter. Lasst mich ein bisschen lachen hier. Ey, die haben mir nichts mehr hier oben übergelassen. Das ist auch der Hammer.
während wir hier den Hawk schauen. Der Hawk hat hier auch viel gelernt, glaube ich, bei uns im Clan. Das mag ich natürlich auch sehr, sehr gerne, dass er sich auch sagen lässt, Mensch, Hawk, greif nicht so an, greif nicht so an, mach es so, ja, nimm den King mit und ein paar Loons, okay, er nimmt wieder Loons mit, oh, ich kotze. Naja, ist nicht so schlimm, ihr habt schon gesehen. Ah, toller Kampf hier, schön, Hawk, so mag ich das und ich habe ja selber, ihr habt es ja in meiner letzten Folge von gestern gesehen, ich habe ja nicht selber von mir gelernt, aber hier der Hawk lernt hier von uns, macht alles richtig, macht seine CK-Sterne hier und deswegen glaube ich, dass er hier auch auf den richtig guten Weg ist. Oh, die Drachen sind immer noch Level 2, aber ich denke mal, in der nächsten Woche werden die Level 3 sein und dann macht der Hawk hier schon ganz andere Bases, ja, aber 13, Hut ab, Hawk, du hast Eier und das feiere ich so ein bisschen hier, denn man merkt das auch, dass die Leute sich hier so ein bisschen gegenseitig aufbauen, so nach dem Motto, Mensch, das schaffst du und wenn nicht, dann ist es ja auch kein Beinbruch, ja, es ist nur ein Spiel und es ist alles nur virtuell hier, aber super gemacht hier. Vom Hawk 13-13. Richtig krass. Jetzt muss ich mal schauen, ob für mich hier überhaupt im oberen Bereich noch was über ist. Ah, hier haben wir den ACC. Ich weiß nicht, ob ihr den ACC noch kennt. Den haben wir in True Warriors 1 entlassen, weil wir dort keine Erhachter mehr spielen. Also haben wir eben empfohlen. Ja, vielleicht ist der TW2 Clan hier irgendwas für dich und er entscheidet sich hier für einen Gohok, meine auch favorisierte Army nach wie vor. Mal sehen, ob er es besser macht als ich gestern im 99% Video. Das war ja schon wirklich, wirklich ärgerlich. Und ich war so ein bisschen, ja, ich war nicht wirklich angepieselt, ja. Natürlich ärgert einen das. Aber was willst du machen? Das hast du einmal hinter dir. Und oben kommen jetzt die Hawks rein. Er giftet hier jetzt die kleinen Skellies, denn die nerven schon so ein bisschen auf R8. Gar keine Frage. In der Mitte sind jetzt der King und Magier, die das Rathaus jetzt machen. Und denke mal, ja, hier am Magierturm sind zwar noch gerade die Golems fast gestorben, aber sie leben noch. Das war's von der Def. Ja, super gemacht hier. Also schöne Action hier, RH7, RH8. Das freut mich auch, dass ihr das nach wie vor seht bei mir. Denn das ist auch Clash of Clans hier. Viele RH8er, viele RH7er, die sich hier bewerben, die hier bei mir in den Videos dran teilnehmen, auch teilweise an den Besuchsvideos, Entschuldigung. Und wir sehen hier den Andreas. Andreas hat ganz lange auf Bola gewartet in seiner Clanburg. Tut mir auch ein bisschen leid. Ich hab's mal gesehen zwischendurch. Hab dann gedacht, komm, muss mit dem Thorsten rüber. Aber Mensch, wir haben hier RH10er, RH11er im Clan, die dem Andreas sicherlich Bola geben können. Und jetzt hätte ich fast gesagt, vermutlich hatte er die Schnauze voll. Nein, da kommen die Bola aus der Clanburg. Also auch hier. Danke, Andreas, dass du so viel Geduld hast hier. Auch teilweise, wenn es um die hohen Spenden geht, also Bowler und Max Hunde oder Max Hawks. Das dauert einfach ein bisschen. Wir tauschen ja ein bisschen bei uns durch. Und deswegen finde ich es echt klasse, dass hier so lange gewartet wird. Ich hab echt Sorge gehabt. Der Andreas, der hatte, ich glaube, 12 Stunden eine Anfrage frei nach Bowlern für einen Übungsangriff. Und ich habe gedacht, ey komm, der geht doch gleich aus dem Clan, weil er keinen Bock mehr hat. Und dann legt er hier so einen Angriff hin. Also, ja, Daumen nach oben, Hut ab. Freut mich wirklich, wirklich, wirklich. Muss ich mal so sagen. Ja, und auch die Kommentare unter meinen letzten Videos haben mich erfreut. Auch wenn sie manchmal negativer Kritik sind. Auch negative Kritik oder überhaupt Kritik freut jemanden. Denn irgendwo muss er auch wissen, ja, was kann ich verbessern? Was soll ich nicht mehr sagen? Was soll man machen? Ist für mich hilfreich. Also auch, wenn ihr mal schreibt, ah, Toto, du bist ja die letzte Nase hier. Wie war der Scheiße denn an? Wie war der Angriff denn so blöde? 99 und so weiter. Nee, ich
sehe das durchaus positiv an der Stelle, denn ich mag das so ein bisschen so gepusht zu werden, so ein bisschen so angegraben zu werden, dass ich an der, den haben wir gerade gesehen, den haben wir gar nicht. Der ACC hat hier schon zwei Eingriffe gemacht. Ich habe hier gar nichts mehr offen hier. Meine Herren, die lassen mir nichts mehr offen hier. Das ist mein Problem. Ich muss hier öfter mal online kommen mit meinem RHA. Sonst kann ich hier nur noch so Farmangriffe machen. Das ist natürlich gar nicht mein Ding. Und wir gucken hier ganz gemütlich den Fight mal zu. Fight auch schon sehr lange bei uns. Auch ein stabiler Member hier. Also ein cooler Angreifer, cooler Char, der sich nach wie vor Stück für Stück entwickelt. Also es freut mich wirklich. Und um nochmal auf das Gespräch von eben zurückzukommen. Ja, so ist das nun mal. Ja, da bist du mal hier, da bist du mal da. Ich gucke ja auch viel Videos. Das kommt noch dazu, auch von anderen YouTubern, die sich da um irgendwelche Abwerbungsgeschichten fetzen oder was auch immer machen. Ich sehe das alles. Also ihr könnt mir glauben, ich beobachte die deutsche Szene ganz, ganz kritisch. Auch wenn ich mal nichts sage, mal was dazu sage oder einfach das Ganze nur auf mich sacken lasse und sage, Mensch, warum macht ihr das denn? Warum richtet ihr euch über so einen Mist auf hier? Wir wollen auch hier schönes Clash-Spiel sehen, so wie diesen Angriff hier vom Fight. Und das ist ja eigentlich unser Motto, unsere Lebensfreude, hätte ich fast mal so gesagt. Lebensfreude kann man nicht sagen. Es ist ja ein Spiel, es ist ja irgendwo virtuell. Aber schön gemacht hier vom Fight. Mensch, 7 auf 8. Auf 8, entschuldigt. Ich bin total gehypt im Moment, weil wir auch im ersten Clan gewonnen haben. Das werdet ihr am Samstagmittag von mir sehen. Und ich bin auch so ein bisschen angehypt von meinem nächsten Stream hier. Ich habe jetzt endlich geschafft, die Kamera umzubauen. Also ihr seht mich aus einer ganz anderen Perspektive hier. Und da freue ich mich auch drauf, dass es mir endlich mal gelungen ist, hier mit dem Greenscreen und mit der Kamera und mit dem Aufnehmen hier so ein bisschen, nicht weiterzukommen, aber so ein bisschen, in mich reinzukommen. Ich denke mal, die Truppe hier ist wirklich, wirklich nett. Oh, wir haben ja auch so ein paar Leute dabei, die kenne ich noch gar nicht. Da muss ich jetzt mal reinschauen und einen schönen guten Abend wünschen, aber ihr seht's, wir haben einen Windzweig von 0. Das macht aber nichts. Wir sind trotzdem Level 4 geworden. Und jetzt schaut euch unseren Windzweig an. Ja, er war eigentlich 1, 2, 3, 4, 5. Haben richtig Pech gehabt im letzten CK. Aber die Leute stocken hier überhaupt nicht auf. Und wir sind richtig schön auf dem Weg, motiviert nach Clan Level 5. Und 44, 50 Leute. Was will man mehr? Ja, also hier hat sich so ein krasser Stamm gebildet. Ich hätte es niemals für möglich gehalten. Freue mich auf euch und ich hoffe, dass ich euch auch hier nach wie vor unterstützen kann. Ich werde mal ein bisschen öfter online sein mit dem Account hier oder euch mit dem Thorsten-Account unterstützen. Also nochmals von mir beide Daumen nach oben. Also beide Hände haben den Daumen gerade nach oben. Auch wenn ihr es in der Kamera nicht seht. Besser ist, man macht es mal. Und ich freue mich auf euch im Stream am Samstagabend. Bis dahin, euer Toto. Clasht.